jetzt willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch hier den Mercedes LP in einer neuen Variante, nämlich auch mit einem PDF. Nämlich ja, sind noch ein paar Trailer mit dabei, Tanktrailer und Plane und Koffer, glaube ich. Ich zeige euch einfach mal, was alles mit dabei ist. Gar nicht so wenig. Also schauen wir hier mal von Soap geupdatet für den 47. Link dazu alles in der Beschreibung. Ladet es am besten über seinen Blogspot runter, dann könnt ihr nichts verkehrt machen, bevor ihr auf Trittseiten unseren Leim runterladet. Das gleich schon mal vorweg. So, also wir haben jetzt hier den LKW. Ich zeige euch mal ganz kurz, was man hier noch so machen kann, bevor wir hier zu die Chassis gehen. Da hat man Lammbügel und hast du gesehen, so ein Zeug mit dabei. Hier kann man Flaggen ranmachen, wenn man das möchte. Ansonsten habt ihr hier noch quasi eine Sonnenblende. Und dann hier nochmal Spiegelplaste, lackiert grau, Zeug und Klump. Das könnt ihr alles nutzen. Lackierte Stoßstangen, unlackiert. Gibt es auch nochmal Sachen, die ihr hier hinbauen könnt. Also quasi irgendwelche Lampen. Sowas zum Beispiel. Oder so, oder so. Je nachdem, was ihr hier halt haben wollt. Ne? Müsst ihr gucken. Könnt ihr auch hier. Die gehen nicht. Warte mal, die hier zum Beispiel. So. Könnt ihr, kann man hinmachen. Muss man nicht. Option ist auf alle Fälle da. Haben wir hier auch noch Plaste. Ja, das hat der Plastik. Und hier haben wir noch ein Kissen. Und noch eine Decke. So, dann kommen wir mal zum Interieur. Kommen wir gleich nochmal. Jetzt gehen wir mal ganz schnell. Oh, schau, ich komme hier mit Kette. Dass da keiner einen Reifen klaut oder was. Coole Sache. Jetzt schauen wir uns auch mal die Fahrwerke oder die Chassis an. Nämlich, wir haben das hier nämlich in lang. Diese BDF-Grau-Variante. Und da habt ihr dann quasi hier die Möglichkeit, diesen Mercedes-Plane-Aufbau drauf zu machen. Ne? Mit Bordwand. Sieht dann so aus. Dann hier wird noch die Möglichkeit in BDF in Rot. Also Wagenfarbe in Rot. Dann 4x2 in Grau. Hier auch, ne? Hier mit Jost Sattelplatte in Rot. Tandem Grau nochmal. Dann nochmal Tandem Rot. Und der Unterschied zwischen dem hier und dem hier ist quasi hinten, dass ich dann hier quasi das Zugmaul, ne? Hier, Zugmaul sagt man, ne? Also hier, wo die Kupplung reinkommt vom Trailer, einmal hier. Und das unten ist dann für den Tandem. Das zeige ich euch gleich nochmal, ne? Wo das dann mit dabei ist. In Rot, dann hier 6x4 auch in Rot. Genau, das ist auf alle Fälle mit dabei. Ich meine aber, ich zeige es euch einfach gleich nochmal, was da noch mit dabei ist. Also das wäre jetzt mal so der LKW. Farben haben wir hier in Skin. Template ist mit dabei. Ihr könnt auch selber ein bisschen rumfriemeln, wenn man das möchte. Kann man, muss man nicht. Das wäre das Interieur. Also wirklich alte Kiste, ne? Wirklich ganz alte Kiste. Hier kann man noch ein bisschen Zeug reinmachen. Ich muss mal gucken. Es scheint zu sein Sizzles Interieur und kann man hier quasi nutzen, wenn man das möchte. Muss man nicht, kann man. Ich mache aber ein bisschen Zeug rein, was wurscht, das ist egal, ist ja nur zum Testen. Könnte er selber reinbauen, mal gucken, ob man hier ein bisschen was friemeln kann. Ich mache quasi jetzt einfach ein bisschen Zeug rein hier, was ist ja egal. So, da sieht es ein bisschen noch was aus. Dann machen wir hier noch so ein Herz noch rein und dann ist gut. Das bleibt klar und hier könnte man noch ein Navi hinmachen. Navi ist immer gut, oder? Ja, ne? So, das sieht dann quasi von innen so aus. So, gut, Lammbügel könnte man auch dran machen, muss man nicht, kann man. So. Komm, mach mal hin, was egal ist. Dann zeige ich euch noch die Trailer, was mit dabei sind. Denn die sind nämlich wichtig. Oh, Mama, weiß ich mich, liegen Männchen hier. Und am besten noch alte weiße Lampen. In dem Fall hier, da sind sie. So. So. Und so. Genau, das sieht jetzt erstmal so aus. Ich lasse auch die PDF-Variante, warum, das sieht er dann gleich. Weil einen Trailer kannst du dann irgendeinen nehmen, weil es Bockwurst ist, weil einen Spoiler haben wir hier keinen. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Aber jetzt schauen wir uns dann quasi mal den Rest dann und ansonsten habt ihr noch Reifen, LP Standard ist mit dabei, hier auch nochmal, das funktioniert erstmal soweit, aber jetzt schauen wir uns mal die Trailer an. Da sind jetzt quasi die Trailer mit dabei, sind Tandem ist das, was ich schon erwähnt habe, das quasi dieses Zugmaul ziemlich weit unten, ich zeige es euch mal, das würde jetzt hier wenig Sinn machen, das sieht jetzt aber hier, da sieht das, da müsst ihr dann quasi diese Kupplung nehmen, ne? Aber auch klar. Ich weiß nicht, kann man hier irgendwas machen, wir gucken einfach mal, Farbe, schwarz ist dann eher unten hier, das Chassis ist aber voll okay. Hier kann man dann noch eine Seitenverkleidung machen. Gut, Krone macht jetzt ja auch wenig Sinn. Aber die Option zumindest da, ein Ersatzreifen zum Beispiel hier. Oder dann hier noch sowas da, Verkleidung, weiß ich nicht. Ja, ich würde jetzt einfach nochmal Krone nicht nehmen, weil ich weiß nicht, Krone gab es dazu derzeit damals. In dem Fall, ja, gab es, ja, aber nicht in dieser Form vom Alter her, ne? Klar. Der Aufbau, okay, ist vielleicht authentisch, aber dann der Rest hier nicht. Nur, dass ihr es mal gesehen habt hier. Dann haben wir noch mit dabei den den hier, check. Da müsst ihr dann auch praktisch die andere, nee, das wäre eigentlich die richtige Variante. Ne, müsst ihr auch die andere Variante nehmen, ne? Der wäre quasi dieser Gas-Terrelle da mal, hier, ne? Da kannst du aber, glaube ich, auch nichts machen. Gucken wir mal. Ne, der ist, wie er ist. Aber so ein Tanktrailer ist okay. Und dann kommt jetzt
der hier, das ist den wir jetzt benötigen in dem Fall für unseren Hobel. Hier sieht man auch die Trailerkabel, finde ich schon mal sehr schön, aber jetzt basteln wir kurz dran rum. Ne? Also hier unten dann nochmal das Chassis und hier dann quasi nochmal die Möglichkeit, das mache ich jetzt hier auch. Chuck macht das jetzt nochmal schwarz. So, Krone, ich lasse es einfach was wurscht, das ist egal. So, Reifen meine ich sind hier jetzt keine mit dabei. Nee, das passt. Kann man natürlich auch rot machen, wie vorne bei der Zugmaschine, aber lassen wir jetzt einfach mal so. So, wir sind jetzt quasi fertig. Ich zeige euch mal was. Da, Schlüssel. Bei der Zündung geht das hier quasi schon. Das leuchtet auch hier alles ganz gut. Funktioniert doch erstmal soweit ganz schnieke. Dann Scheibe runter, das geht auch oder sollte funktionieren. Hier, da ist er. Kurbel. Und Scheibe geht runter, da sieht man es. Auch von außen das Ganze hier sieht man es nochmal ganz schön. Hier ist die Scheibe runter, warte mal. So, mach ich die Scheibe wieder hoch. Also das funktioniert hier erstmal. Ne? Ich habe mir jetzt mal erlaubt, den LKW mit Schaltung zu fahren. Also dass ich quasi selber buckeln muss. Macht bei so einem alten Hobel macht richtig Sinn. Zweit bloß hier um die Kurve. Dann machen wir kurz den Lichttest. Ein Sound, ne? Schlafen beim Volvo hier die Fußnägel ein. So, bevor wir aber jetzt auf die Autobahn gehen, kurzer Lichttest vielleicht. Warte mal, hier, check. 23 Schuhe, check. So, also wir fangen mal an. Standlicht, Abblendlicht, das ist passt soweit alles ganz gut hier. Auch Fernlicht ist mit dabei. Sieht eigentlich ganz schick aus. Positionsleuchten an der Seite funktionieren auch, was ganz gut ist. Trailerkabel ist mit dabei. Wir haben hier. Auch einmal Rückwärtsgang. Da, rückwärts passt. Gut, geht auch noch. Trailerkabel passt. Und der Trailer hin, gut, da brauche ich nicht drauf eingehen. Das ist ja alles eigentlich vom Krone. Ne? Da brauchen wir nicht drauf eingehen. So. Trinken wir mal einen Schluck. Und dann gehen wir mal auf die Bahn. Wir wollen ja auch sehen, ob die Kiste überhaupt fährt. Was haben wir hier überhaupt? So, also hier. Traffic ist aus. Dann haben wir unsere Ruhe. Geht uns keiner auf den Sack. So, und dann starten wir mal durch. Ich habe jetzt mal die 12 Gänge genommen. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Gänge der früher hatte. Ist aber auch wurscht. Hier ist alles mit dabei. 8 Gänge, 12 Gänge, 14 Gänge, 8 plus 1 und. Mal schauen, ob ich noch fahren kann. Also erster, zweiter, D3, D4. Geht ab wie Schmitz Katze. Schauen wir mal, ob wir sie kriegen. D7. Oh, hat er gar nicht. Ne, die Zwischengänge hat er nicht. Jetzt sind wir schon beim 8. 9. Ah, jetzt kommt er langsam aus dem Knick. Jetzt sind wir schon bei 80. Gucken wir mal, wie weit das noch kommt hier. Ich hätte theoretisch Gang 11 noch. Und Gang 12 hätten wir auch noch. Oder zwirbelt da ganz schön hier in der Drüse hier. Da geht nicht mehr allzu viel. Deshalb die Anzeige jetzt hier. Kann man mal so lassen. Also er fährt mit 12 Gänge gut geschmeidig seine. Gut, ich bin jetzt auch nicht beladen. Habe jetzt hier auch, glaube ich, irgendwas mit 400 PS genommen oder so. Und wir fahren jetzt um die 83, 85, 82. Ja, es kommt hin. Weil das in der Mitte wäre, naja, nicht ungefähr ganz, weil das ist der zweite Strich oder dazwischen 80 und 0, das ist natürlich 90. Wir fahren 82, aber das ist ungefähr halt, ne? Das wird schon so passen. Ich kann ja mal runterbremsen auf 80. 80. So, zwei ungefähr bei 80. Ja, so 2-3 km fehlen hier. Das vielleicht bitte berücksichtigen. Wenn ihr 80 fahrt, fahrt ihr ungefähr 78. So. So, Vollbremsung. Jetzt schauen wir noch ganz kurz den Frachtmarkt an, dass ihr seht, was Phase ist. Frachtmarkt ist auch immer wichtig. Dann, ihr würdet fahren, quasi Nürnberg, jetzt hier Dachfenster, Kunststoff, leere Paletten, Milchpulver, Bohrsäure. Passt, oder? Kann man mit einer Plane fahren? Passt, perfekt. Gut. Also, meine Damen und Herren, da ist er, der Mercedes. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, ein bisschen testen, mal wirklich oldschool fahren. Finde ich ganz cool mit dieser Variante hier in... So, jetzt. Nochmal. In dieser Variante hier, das ist wirklich oldschool. Oldschool, glaube ich, geht schon gar nicht mehr, oder? Und wenn ihr noch Fragen habt zu der Kiste hier, dann dürft ihr natürlich gerne machen, indem ihr es kommentiert. Einfach kommentieren. Ansonsten, wenn wir einen Daumen da lassen.
Abo von Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und natürlich viel Spaß mit dem Mercedes LP hier. Ne? In diesem Sinn, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.